Willkommen zu unserem Ostergottesdienst hier in der Eusebiuskirche in Wendlingen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, um mitzufeiern, ob Sie jetzt gerade zu Hause sind oder weit weg, ganz für sich oder mit der Familie auf dem Sofa, ob in der Studi-WG oder in der Wohngruppe, zum Beispiel im Haus Thalecker, ob früh morgens oder spät in der Nacht. Ein Lichtblick, das soll unser Gottesdienst sein zu Ostern. Martin Luther King meinte einmal, wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als 1000 Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große segnende Kraft gibt, die Gott heißt. Gott kennt Wege aus der Ausweglosigkeit. Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln, zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. Ostern ist der Weg aus der Ausweglosigkeit, aus der Sackgasse des Grabs, unser Lichtblick. Aber in diesem Jahr? Eigentlich beginnen wir mit der Osternacht vor Anbruch des Morgens, mit dem Osterfeuer der Pfadfinder, dann in der dunklen Kirche. Eigentlich feiern wir die Auferstehungsfeier auf dem Friedhof mit all unseren Lieben, die schon gegangen sind. Eigentlich ist dann der Festgottesdienst hier. Eigentlich. In diesen Ostertagen können wir in unseren Kirchen keine großen Feste feiern. Das wäre auch nicht gut. Freude muss anders aussehen heute. Die Kirche ist so gut wie leer, aber unsere Herzen sind es nicht. Mit liebevollen Herzen kamen die Frauen am Ostermorgen zum Grab und es war leer. Wir gehen in diesem Gottesdienst den Schritten der Frauen am Ostermorgen nach, tasten uns von der Trauer zum Erstaunen, suchen nach Lichtblicken und Freude trotz der Risse, auf dass es Ostern werde. Wir beten. Du wunderbarer Gott, dein Licht scheint in die Nacht, dein Leben überwindet den Tod, dein Wort durchdringt die Mauern des Grabs. Komm zu uns, wecke uns und ruf uns ins Leben. Steh deiner Menschheit bei in dieser Zeit, schenke uns Lichtblicke. Du bist der Grund unserer Hoffnung. Lesung aus der Heiligen Schrift, dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 24. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh,
kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war, und sprach: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie liefen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den Jüngern und den anderen allen. Dein Wort, Herr, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Morgenglanz der Ewigkeit. Am Ostermorgen wird immer eine neue Kerze entzündet. Wir werden hier auch die Osterkerzen der letzten Jahre anzünden. Die neue Osterkerze steht an ihrem Ort, neben dem Taufstein, ganz nah bei der Gemeinde, bei Ihnen, bei uns. Gott begleitet uns durch die Zeit. Diese Kerze begleitet uns durch das Jahr. Und die Flamme ist nur ein kleines Bild für unsere große Hoffnung. Als Christen prägt uns unser Lichtblick. Jesus Christus hat gesagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht im Finstern wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen. Wenn Sie mögen, können Sie in den alten Osterruf mit einstimmen und dreimal antworten: Er ist wahrhaftig auferstanden. Viele Menschen werden sich heute in vielen Sprachen diese gute Nachricht gegenseitig zurufen, in so vielen Ländern auf unserer Erde. Christus ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod durch den Tod überwunden und denen, die im Grabe sind, das Leben geschenkt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen. Thank you.
Wir beten ein Ostergebet mit Gedanken von Christina Bruderek. Ich grüße den Ostertag. Ich heiße das Leben willkommen. Ich umarme das Wunder der Liebe, die stärker ist als der Tod. Ich verneige mich vor dir, auferweckter Jesus, du Christus in meinem Herzen. Ich verneige mich vor deiner Leidenschaft, deiner Passion. Das Kreuz ist der Ort, von dem wir am wenigsten Gutes erwartet hätten. Das Grab ist der Ort, an dem wir Gott am wenigsten erwartet hätten. Aber du wandelst alles. Du machst alles neu und anders. Die Begegnung mit dir verändert. Womöglich auch mich. Amen. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Liebe österliche Gemeinde, es fühlt sich schon eigenartig an, jetzt hier zu stehen, vor leeren Kirchenbänken und diesen Gottesdienst aufzuzeichnen. Ich weiß um die Verbundenheit mit Ihnen, die Sie sich diesen Gottesdienst ansehen und ihn an den Bildschirmen mitfeiern. Und dies zu wissen, tut mir gut. Und ich bekomme jetzt eher ein Gefühl dafür, wie es Menschen wohl gehen mag, die überhaupt, auch sonst, abgesehen von Corona, keine Gottesdienste mehr besuchen können, sondern immer und auf Dauer darauf angewiesen sind, Gottesdienste am Bildschirm, zu Hause, am Fernsehgerät mitzuverfolgen und so gut es eben geht, auf diese Weise mitzufeiern. Und ich bin froh um die technischen Möglichkeiten, die unsere Zeit dafür bereitstellt. Und doch, es bleibt ein sonderbares Gefühl. Es fehlt mir etwas Entscheidendes. Es fehlt mir, dass wir zusammenkommen und miteinander Gottesdienst feiern können. Umso mehr jetzt gerade an Ostern. Corona lenkt meinen Blick auf etwas, das mir selbstverständlich schien, aber eben nicht selbstverständlich ist. Nämlich mit anderen Menschen zusammenkommen und in körperlicher Anwesenheit mit ihnen Gemeinschaft haben zu können. Das geht jetzt nicht oder eben nur sehr eingeschränkt. Was jetzt angesagt ist, ist Nähe auf Distanz, wie nun immer wieder zu hören ist. Nähe auf Distanz, ja, gewiss, so etwas gibt es, aber doch fehlt doch etwas. Corona lenkt meinen Blick darauf, dass wir Menschen nicht nur geistige Wesen sind und dass Verbundenheit im Geiste nicht alles ist. Corona lenkt meinen Blick darauf, dass wir Menschen leibliche Wesen sind. Es macht eben einen spürbaren Unterschied, ob ein Mensch da ist, bei mir oder nicht. Das erfahren wir gerade ganz deutlich. Wenn er da ist, ganz konkret, leibhaftig, das fühlt sich gleich ganz anders an. Wirklicher, lebendiger, verbindender. Die eigenartige Zeit, die wir gerade haben, fördert in mir das Gefühl, das Gespür für die Bedeutung der Körperlichkeit bei uns Menschen, für die Bedeutung der leiblichen Anwesenheit und des leibhaftigen Miteinanders, für die Bedeutung der Zusammengehörigkeit von leiblicher Anwesenheit und lebendigem Kontakt, kurz gesagt von Leib und Leben. Ich merke, wie eng sie doch offenbar miteinander zusammenhängen. Leiblichkeit und Lebendigkeit, Leib und Leben. Wie sehr wir Menschen doch leibliche Wesen sind und wie sehr unsere Leiblichkeit durch unsere Beziehungen und Begegnungen prägt und bestimmt. Wir haben nicht nur einen Leib, wir sind ein Leib. Leib und Leben gehören untrennbar zusammen. So sehr, dass wir ohne unseren Leib schlicht nicht lebensfähig sind. Manche Redewendungen bringen das sprachlich treffend zum Ausdruck. Diesen Zusammenhang von Leiblichkeit und Lebendigkeit, von Leib und Leben. Wenn wir die Lebendigkeit eines Menschen in der ihm ganz eigenen Art zum Ausdruck bringen wollen, sagen wir, wie er leibt und lebt. Umgekehrt, wenn wir nicht wissen, ob ein Mensch eine Situation übersteht oder ob er am Ende nicht vielleicht sein Leben verlieren wird, sagen wir, er ist an Leib und Leben bedroht. Die Lieblingsspeise eines Menschen nennen wir seine Leibspeise. Auch sehr schön, finden Sie nicht? Die auch körperlich deutlich zu spürende Anziehungskraft zwischen zwei Menschen, die sich lieben,
ist eine schöne, für die Betreffenden mitunter überwältigende Erfahrung der Macht leiblicher, zwischenmenschlicher Lebendigkeit. Und wenn schließlich die kirchliche Gemeinschaft von Menschen, die sich im Glauben an Jesus Christus verbunden wissen, als Leib Christi bezeichnet wird, dann doch deshalb, weil diese Verbundenheit nicht abstrakt gedanklicher Art ist, sondern von höchster Lebendigkeit gekennzeichnet. Weil die auf diese Weise als Leib miteinander Verbundenen gleich einem lebendigen Organismus Anteil nehmen aneinander, einander wahrnehmen und so gut sie können Freud und Leid miteinander teilen. Leib Christi. Lässt man dieses Bild einmal auf sich wirken, kann man den Herzschlag geradezu hören. Leib und Leben gehören zusammen und bilden eine Einheit. Unsere Sprache unterscheidet dabei fein und nuanciert zwischen Leib und Körper. Der Leib steht dabei immer in Verbindung zum Leben, wohingegen Körper einmal den Lebenden und ein andermal den toten Menschen bezeichnen kann. Das hängt dann jeweils vom Zusammenhang ab. Leib und Leben, Leib und Lebendigkeit gehören aber in jedem Fall und immer zusammen. Das wird uns in diesen Tagen unfreiwillig und in ungeahnter Weise und auch nicht ohne Schmerz vor Augen geführt. Wenn wir die oft nahezu menschenleeren Straßen und Plätze sehen und verlassen wir selbst einmal das Haus, kaum jemandem begegnen. Wie gespenstisch, wie unwirklich wirkt das doch alles. Und wie eigenartig fühlt es sich an. Förmlich wie ausgestorben, wie wir dann sagen, wirken die Innenstädte auf uns. Die Lebendigkeit scheint ausgezogen. Und wir spüren umgekehrt die Sehnsucht, dass es so bald wie möglich wieder zurückkehren möge, das pulsierende Leben, das wir vermissen und das sonst unsere Innenstädte auszeichnet und ausmacht. Zum Leben gehört die leibliche Gegenwart. Vielleicht könnte das eine Lehre sein aus Corona. Neu schätzen zu lernen, was wir aneinander haben. Ja, und dass wir einander haben. Auch wenn bei zu viel gewissermaßen verordneter Nähe, wie jetzt derzeit, die Nerven ein ums andere Mal durchaus auch blank liegen mögen. Was aber übrigens wiederum ja auch nichts anderes ist als ein Zeichen dafür, wie stark wir Menschen eben auf die leibliche Gegenwart anderer reagieren. Wir feiern heute, wenn auch unter eigenartigen, besonderen Umständen, das Fest der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Vielleicht hören wir ja auch die Botschaft von der Auferstehung in diesen Tagen mit anderen Ohren. Nämlich die Botschaft von der leiblichen Auferstehung, von der die Bibel spricht. Denn das genau ist ja die Pointe der biblischen Rede von der Auferstehung. Das ist nicht die Botschaft, dass eine wie auch immer geartete Seele von einem als seelenlos vorgestellten Leib getrennt werden soll, sodass der Leib etwas wäre, das eigentlich überwunden und hinter sich gelassen werden muss? Nein, mitnichten. Vielmehr die Botschaft von der Auferstehung, von der die Bibel spricht, ist die Botschaft nicht einer Trennung von Seele und Leib, sondern einer grandiosen Verwandlung, und zwar des ganzen Menschen. Einer Verwandlung freilich, die allein Gott vollbringen kann. Nämlich gestorbenem neues Leben, und abgestorbenem neue Lebendigkeit einzuhauchen. Es geht nicht um die Befreiung einer Seele aus dem vermeintlichen Kerker des Leibes, sondern es geht um die Eröffnung von Zukunft. Gott eröffnet Zukunft. Davon handelt die biblische Rede von der Auferstehung. Und das bedeutet, wo immer Menschen Hoffnung schöpfen, ist die Kraft der Auferstehung am Werk. Das kann Hoffnung sein mitten im Leben und das kann Hoffnung sein über dieses Leben hinaus. Beide Male erwächst die Hoffnung aus Gottes Zusage, dass wir als Christinnen und Christen dem Leib Christi angehören, sodass wir nun untrennbar verbunden sind mit unserem auferstandenen Herrn
und uns hinfort nichts mehr scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nicht einmal der Tod. So sind wir auch untereinander verbunden als Glieder des lebendigen Leibes Jesu Christi, unseres auferstandenen Herrn, und dadurch hineingestellt in einen Horizont der Hoffnung, wie allein Gott ihn uns eröffnen kann. Auferstehung ist keine abstrakte Idee oder Vorstellung, sondern Leben aus der lebendigen Verbindung mit Jesus Christus. Künstlerische Darstellungen, wie auch hier in den Kirchenfenstern der Eusebiuskirche, tragen dem Rechnung, indem sie auch den auferstandenen Jesus in konkret leiblicher Gestalt darstellen. Das ist keine Verlegenheitslösung und auch nicht naiv. Ganz im Gegenteil. Damit sagen sie, es geht nicht um die Weitergabe irgendwelcher Lehren oder allgemeiner Weisheiten, sondern zuallererst darum, einander etwas davon zu vermitteln, was das heißt, dass sie einen Vater haben im Himmel und einen Herrn, dessen Herz voller Güte ist. Es geht um Zuwendung, die Hoffnung schenkt und so die Tür ins Leben ganz weit öffnet. Corona bringt viele Härten mit sich und manche trifft es besonders hart. Es ist wie so oft, dass es nicht gerecht zugeht und dass die Lasten ungerecht verteilt sind. Auf der anderen Seite bringt die besondere Situation besondere Zeichen der Verbundenheit hervor, der Solidarität, des Zusammenhalts, des Gemeinsinns. Und manchmal kann man über die Kreativität, die Menschen dabei an den Tag legen, nur staunen. Was das für einen Menschen bedeuten kann und was für ein Lichtblick das ist, für ihn sein kann, wenn jemand einfach nur da ist und man Zeit miteinander verbringt, das tritt uns durch Corona vielleicht wieder neu ins Bewusstsein. Die Tragweite der Bedeutung, die menschliche Nähe, auch ganz wörtlich verstanden, für uns und unser Leben hat. Ganz schlicht gesagt, wie sehr wir doch angewiesen sind auf menschliche Nähe, wie sehr wir sie brauchen und wie gut sie uns tun kann. Amen. Thank you.
Wir beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast das Leben, Leiden und Sterben deines Sohnes an Ostern herrlich erhöht. Durch ihn bitten wir dich für die christlichen Kirchen, dass sie glaubwürdige Zeugen des Auferstandenen sind. Wir bitten dich für unsere Gemeinde, dass das Vertrauen auf den lebendigen Christus Sorgen und Resignation überwindet. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik, Kultur und Wirtschaft, dass ihr Wirken dem Leben der Menschen dient. Wir bitten dich für die Kranken und Trauernden, dass sie Kraft und Trost finden im Blick auf die Zukunft, die du bereithältst. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen, dass du ihnen Anteil gibst an der Auferstehung und dem Leben deines Sohnes. Er hat uns Leben und Zukunft gebracht. Durch ihn loben wir dich, durch ihn beten wir dich an, durch ihn danken wir dir in deiner Kirche, heute und immer und in Ewigkeit. Amen. Wir beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Einen ganz herzlichen Dank an alle, die diesen Gottesdienst mit ermöglicht haben. Im Vordergrund mit der Musik, im Hintergrund an der Technik oder bei all den Vorbereitungen drumherum. Vielen Dank. Wenn Sie mögen, dann können Sie auch mit Ihrer Spende mithelfen, diese gute Geistergottesdienste hier weiter zu ermöglichen. Die Details dazu finden Sie auf der Homepage oder in der Beschreibung unter dem Video. Global denken, lokal handeln. Die Hälfte der Spenden kommt der Diakonie Katastrophenhilfe zugute.
die weltweit Menschen unterstützt. So viele sind von der Corona-Pandemie betroffen und noch viel heftiger als wir. Da ist jede Unterstützung wichtig. Vielen Dank für Ihre Gabe. Wir bitten um Gottes Segen. Und so geht in diesen Ostertag mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Bleiben Sie behütet und frohe Ostern!